Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hartgeld im Club von Cajon in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hartgeld im Club von Cajon, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das achte Album der Band. Wir haben hier eine Vinyl. Auf der linken oberen Seite hier, oben links im Eck, haben wir einmal den Bandnamen, darunter den Albumtitel Hartgeld im Club. Unten rechts gibt es dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und wir haben hier ein riesen Wackelcover. Also das gesamte Cover ist so ein Wackelbild. Speziell diese beiden Personen hier kommen sich, je nachdem wie man das hier hält, immer näher bis hin zu, beziehungsweise kurz vor einem leidenschaftlichen Kuss. Ja, was es mit diesem Cover auf sich hat, dazu kommen wir dann noch etwas später. So viel sei mal gesagt, wir haben hier auf der linken Seite offensichtlich eine Person, die mehr so, ich sage jetzt mal, der Rock-Fraktion zuzuordnen wäre, rein so vom Dresscode. Und auf der rechten Seite eine Person, die mehr so dem Hip-Hop-Lager zuzuordnen wäre. Auf der Seite haben wir dann den Schriftzug, also wieder den Bandnamen hier, Cajon. Dann lesen wir wieder Hartgeld im Club. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Auf der A-Seite 6 Stück, auf der B-Seite 7 Stück. So kommen wir auf insgesamt 13 Tracks. Dann haben wir hier die beiden Herrschaften, die wir schon vom Cover kennen. Die halten hier offenbar Händchen. Also auch hier wird wieder klar, links so die Rockseite, die Festivalbändchen noch dran. Und rechts dann der Rapper bzw. der Hip-Hopper. Hier mit viel Schmuck und einer dicken Uhr. So, was fällt bei der Tracklist auf? Es sind allesamt bekannte Tracks. Also man kennt die vor allem aus dem Bereich Deutschrap. Unter anderem haben wir hier dabei Palmen aus Plastik oder auch Superfact von Casper oder Ich rolle mit meinem Besten von Haftbefehl, von Party zu Party von Sixten, Schlechtes Vorbild von Sido, Kids von Materia. Also wirklich jede Menge Deutschrap hier versammelt. Allerdings eben neu interpretiert, neu gemacht von Cajon. Hier unten links der Barcode und die Beteiligten. Und spätestens, wenn man die Tracklist sieht, wird auch dann das Cover klar. Also es soll so mehr oder weniger symbolisieren, dass Deutschrap mit Rock hier fusioniert. Also, dass das sich nicht unbedingt ausschließt, sondern dass die beiden sich auch lieb haben können. Ja, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier zum einen mal ein Foto der Band. Hier haben wir die fünf Herrschaften abgebildet. Auf der Rückseite haben wir hier spannenderweise zwei Tracks, die hier mit Lyrics drauf sind. Also ich gehe mal davon aus, das sind die beiden Tracks, die von der Band neu sind und keine Coverversionen. Hier unten haben wir dann auch umfangreiche Lyrics. Und dann haben wir hier die CD. Also das ist immer schön, wenn eine Vinyl eine CD dabei hat oder auch einen Downloadcode. Diese CD kommt hier in so einer Klarsichthülle, ganz simpel untergebracht, durchsichtig. So sieht die CD aus. Und dann packen wir die wieder zurück und kommen zur Vinyl. Die Vinyl kommt hier in einer weißen Hülle und ist dann ganz klassisch in Schwarz gehalten. So sieht die erste Seite aus. Also wir haben hier scheinbar einen Patronengurt, der hier getragen wird. Und auf der Rückseite dann die B-Seite. Hier dann wieder das Trikot und Schmuck. Also hier mehr oder weniger dann die Hip-Hop-Fraktion wieder repräsentiert. Gut. Wir packen das Ganze wieder zusammen und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Wir haben hier einmal das Album auf Vinyl, A- und B-Seite mit den ganzen Tracks. Dann haben wir hier das Album auf CD, ein Foto der Herrschaften, der Bandmitglieder, auf der Rückseite die Credits und zweimal die Track Lyrics und natürlich kommt das Ganze hier in dieser Verpackung, in dieser Tasche, in dieser
Vinyl. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cajon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.